Oh mein Gott, Leute, sieht es euch an. Es ist so wunderschön, es ist so geil, es ist lang, es ist hart und es ist ein Schwert. Es ist das Masterschwert. Was habt ihr denn gedacht, was ich meine? Endlich haben wir das legendäre Masterschwert im Heiligenhain gefunden und es hat tatsächlich den Fluch auf Link gebrochen, der offen gelegen hat. Und jetzt können wir uns dank dieses komischen Kristalls, der da in Links Stirn zuletzt drin war, jederzeit frei in einen Wolf und wieder zurück verwandeln. Richtig super, das heißt, wir können uns auch jetzt jederzeit warpen. Und vor allem ist das Masterschwert ja doppelt so stark wie das Ordensschwert, was wir überhaupt nicht mehr brauchen. Und Thelma hat uns jetzt auch einen Brief geschrieben. Es gibt ein paar Leute in dem Gasthaus, die uns unbedingt treffen wollen. Also sollten wir uns das mal anschauen. Aber mir fallen noch ein paar andere Dinge ein, die ich jetzt gerne machen möchte. Vor allem ist meine Geldbörse komplett voll. Und das bedeutet, ich werde dem alten Mann wieder was spenden, weil von dem kriege ich ja ein Herz, weil ich ihm insgesamt 1000 Rubine gespendet habe. 200 hat er ja schon bekommen, also würde ich ihm noch 800 geben müssen. Wie der Typ aussieht, wie kann man so einen langen Bart überhaupt haben? Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden Hyra, 50 Rubine. Ja, möge der Engel der Liebe deine Wege geleiten. Ja, ja, bitte weiter für den Frieden. Ich finde es irgendwie blöd, warum kann man dem Typen denn nicht mehr geben? Immer nur 50, will ihm mal 100 auf einmal geben, aber das geht irgendwie leider nicht. So, ich gebe dem jetzt mal ordentlich was. Ich könnte mir theoretisch das Herz schon komplett holen. Wisst ihr was, das werde ich vielleicht theoretisch sogar mal machen. Wie gesagt, man kann ihm wirklich nur entweder einen 30er oder einen 50er spenden. Aber das ist echt. Das ist das teuerste Herzteil im ganzen Spiel. Das ist ja schon fast eine Unverschämtheit, dass man da so viel Geld hergeben muss, nur um ein gottverdammtes Herzteil zu bekommen, ey. Echt mal. Das ist Wahnsinn. So, du kriegst noch mehr von mir. So. Noch mehr, ja, vielleicht eine kleine Spende, also, das ist doch eigentlich voll der gierige alte Sack, oder? Dass der mal nicht den Hals mal langsam voll kriegt. So, das heißt, wenn mir jetzt noch 200 Rupien übrig bleiben, habe ich ihm 1000 gespendet, weil 200 habe ich ihm schon beim ersten Besuch mal gespendet gehabt. Wie auch immer, sag bitte weiter für den Frieden und die Liebe und bla bla bla. So, gleich haben wir es geschafft. Und vor allem, ich kriege dann wieder Geld von Agneta, indem ich wieder Goldinsekten vorbeibringe. Und dann kann ich mir meine Börse gleich wieder auffüllen. So, nochmal 50 und noch ein letztes Mal 50 und dann haben wir es auch schon geschafft. Es geht mit deiner neuen Geldbörse natürlich viel schneller und besser. So, bitte. Möge deine Liebe deine Wege geleiten. Na klar, kommt einfach mal vom Himmel ein Herzteil gefallen. Dein Gebet wurde erhört. Bewahre diesen Körper, den dir der Himmel geschenkt hat. Ja, so, das war's auch schon. Mehr kann man dem Typen jetzt nicht mehr schwören. Das ist echt das teuerste Herz im Spiel. 1000 Rubine insgesamt, Wahnsinn. So, jetzt habe ich immer noch 200 übrig und jetzt machen wir endlich mal dieses Minispiel hier. Die sogenannte Star Challenge. Endlich auch hier verfügbar, die große Star Challenge. Wie ist dein Versuchwagen? Natürlich sollte man aber erst machen, wenn man den Greifhaken hat. Ob nicht bald die Show anfängt? Der Showmaster ist einfach toll. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich live zu hören. Macht da bald mal jemand auf? Ja, na klar. Wenn ich da jetzt reingehe und da drin mal richtig groß abräume, dann werden die sogar auf mich reagieren. Ich habe es ja schon mal gesagt, die drei Mädels sind ja eine Anspielung auf Dinaire und Farore aus den Oracle Games, wegen den gleichen Haarfarben und so, aber Design ist dann doch wieder anders, dass man sie nicht sofort erkennt. Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört, hier kannst du dich bei der Star Challenge vergnügen. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? Ist doch ein netter Name, oder? Also, was ist? Sei kein Trauerkloß. Für nur mit 10 Rubine kannst du dich der Herausforderung stellen. Bist du bereit? Bist du dabei? Aber klar. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles. Alles klar? Dann los! Fertig? Los. So, wir haben 30 Sekunden Zeit, hier alle Lichtkugeln einzusammeln. Und dabei wird mir der Greifhaken helfen. Ich kann mich jetzt nämlich auf die andere Seite einfach so rüberziehen. So, ups. Yeah. Ja, ohne kann man das übrigens gar nicht mehr schaffen. Also ohne Greifhaken braucht das gar nicht probieren. Da geht sich das nicht aus. So, und rüber. Unmöglich.
Das ist ja fantastisch! Ein neuer Star wird geboren! Und einen Preis bekommst du natürlich auch! Hier, bitte! Du erhältst den großen Köcher, in ihm kannst du bis zu 60 Pfeile aufbewahren! Geil! Also gut. Der nächste Level wird speziell für dich entworfen und für niemanden sonst als besonderer Service für echte Stars. Das solltest du dir nicht entgehen lassen, ein echter Knaller. Daran wirst du dir die Zähne ausbeißen. Ja, und es ist ja wohl ziemlich offensichtlich, dass der Typ eine Anspielung auf Tingle sein soll. Er trägt ein ähnliches Gewand mit so einer grünen Mütze und er trägt auch so eine Uhr am Gürtel. Also er soll wirklich eine Anspielung auf Tingle sein. Wieder so ein Easter Egg. Und, oh Gott, dieses Bild da oben ist ein bisschen verstörend. Sehen wir uns lieber nicht mehr an. So, die Mädels waren jetzt auch gerade, hier haben uns zugeguckt und zugejubelt. Das andere, also die zweite Stufe quasi, kann ich leider erst sehr, sehr viel später machen. Also da hinten stehen sie ja noch. Kann ich leider sehr viel später machen. Dazu brauche ich noch zusätzliche Hilfe, sage ich mal. Und dann kann ich halt einen noch größeren Köcher bekommen. Da passen dann 100 Pfeile rein. Aber das geht leider erst sehr viel später. Jetzt, der 60er Köcher ist ja schon mal ganz super, der große. Also, vielen Dank, du Tingle-Verschnitt. So, und ich glaube jetzt... Ja, Wahnsinn, da ist er ja! Spitze, er hat mit uns gesprochen! Oh mein Gott, wir haben Fans! Wir haben Fangirls und... Die haben Herzen gedroppt! Hey, das geht noch immer! Obwohl wir im Heldenmodus sind! Ist auch ganz witzig, weil mit denen mich ansprechen, verlieren die alle ein Herzchen. Das ist irgendwie voll süß. Die freuen sich jetzt immer voll und sind so ein bisschen schüchtern, dass wir die jetzt angesprochen haben, weil wir der neue Star des Star Challenge sind. Also wie gesagt, Runde 2 können wir erst wesentlich später machen. Das geht sehr viel später. Aber wisst ihr was? Jetzt füllen wir uns gleich die Börse wieder auf. Wir haben ja genug Goldinsekten wieder mal gefunden. Und zwar ist auch schön deutlich zu erkennen mit dem Schmetterling in der Ecke, dass wir die schon abgegeben haben. Das heißt also, hier haben wir jetzt das Pärchen der männlichen und weiblichen Gottesanbeterin. Das heißt, das sind einmal 100. Dann hier unten die männliche und die weibliche Libelle sind nochmal 100. Das ist schon 200. Ein 50er für die männliche Schnecke und ein 50er für den weiblichen Schmetterling. Das heißt, hey, ich krieg 300 Rubine. Geil. Das machen wir gleich mal. Also das ist eine richtig tolle Möglichkeit, sich hier wieder seine Finanzen aufzubessern. Was ich auch toll finde, die Goldinsekten, die wir ihr schon gegeben haben, die sieht man hier jetzt in ihrem Zimmer. Ja, da am Baum ist, da krabbelt, glaube ich, die Ameise rum, da am Boden auch. Hier ist was, bloß nicht draufsteigen. Hallöchen. Ah, die kann man voll rumrollen, voll weggekickt, die arme Kellerassel. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, klar doch. Guck mal, was ich habe. Aber du, Gottesanbeterin, männlich bist du es wirklich? Ah, die Gottesanbeterin. Tut immer so fromm, ist aber in Wirklichkeit bewaffnet bis an die Zähne. Danke, danke, ich bin so glücklich. Erlaube mir, mein Glück mit dir zu teilen. So, natürlich kriege ich jetzt erstmal 50er. Also eigentlich kriege ich ja sogar mehr Geld. Nur noch 18 Insekten. Es muss in jedem Insekt ein Paar sein. Bitte such auch nur die Partner für die, die noch allein sind. Ja, also für das Einzelne kriege ich natürlich immer nur ein 50er. Aber wenn es ein Pärchen ist, kriege ich ein 100er. Aber du, Gottesanbeterin, weiblich bist du es wirklich? Ja, ja, der andere ist sonst immer der Text dann eh gleich. Bei männlich und weiblich macht er keinen Unterschied. Ah, damit ist das Paar komplett. Schau nicht, wie glücklich die beiden aussehen. Erlaube mir, mein Glück mit dir zu teilen. Und dafür gibt es einen 100er. Ja, richtig geilen Huni. Dankeschön. Ja, noch 17 Insekten. Ja, ich habe ja noch ein paar. Kannst mir natürlich noch weiterhelfen. So, hier, der weibliche Schmetterling. Aber du, Schmetterling, weiblich bist du es wirklich? Ah, der Schmetterling. Was gebe ich dafür, auch so zart und elegant zu sein? Danke, danke, ich bin so glücklich. Ja, ja, komm, das ist sonst eh immer dasselbe, was sie labert. So, nochmal 50er. Noch 16 Insekten. Als nächstes bekommst du von mir diese männliche Schnecke. Vor allem, da steht eine komplett goldene Schnecke männlich. Vielleicht eine weibliche, weil die ja Zwitter sind. Das ist ja eben nicht so deutlich erkennbar. Guckst du. Aber du, Schnecke, männlich bist du es wirklich? Ah, die Schnecke. Nur ein einziges Mal würde ich mich auch gerne so schleimig fühlen. Boah, yeah. So, danke, danke. Wieder ein 50er. Ja, noch 15 Insekten. Na, Moment, ich hab noch mehr.
Ich habe hier noch das Pärchen mit den beiden Libellen. Bitte schön, guck mal. Extra nur für dich. Aber du, Libelle, männlich bist du es wirklich? Ah, die Libelle. Wenn mich jemand aus so vielen Augen gleichzeitig ansieht, dann werde ich ganz... Dann wirst du ganz was? Bist du dann ganz notgeil? Oder was auch immer. So, 50 Rubine, noch 14 Insekten. Also es sind ja zum Glück nur 24, also das geht eigentlich recht fix. Wobei es ja ein paar gibt, die wir noch gar nicht bekommen können, weil die in Gebieten sind, wo wir noch nicht hin können. So, die weibliche Libelle und dann haben wir das auch geschafft. Aber du, Libelle weiblich, bist du es wirklich? Danke, danke. Damit ist ja das Paar komplett. Schau, wie glücklich die beiden sind. Die wollen gleich poppen. Und da hast du noch 100er, danke schön. So, noch 13 Insekten. Mit meiner Hilfe werden bald alle hier sein. Ist richtig schön, wie sich hier das Zimmer mit den Insekten füllt. Ja, das ist, jeder hat hier so seine eigenen kranken Hobbys. Hing auch noch voll der goldene Hirschkäfer an der Wand. So, von Madame Fanny, die brauche ich jetzt eigentlich nicht schon wieder was. Die Herzteile weiß ich eh eigentlich, wo die sind. Ich habe euch einmal ja schon gezeigt, was die macht. Die zeigt euch entweder, wo ihr in der Story hin müsst, beziehungsweise wo es Herzteile gibt. Was ist denn mit dir? Der guckt ja voll traurig. Jetzt sehen wir endlich mal einen kleinen Goron, also ein Goron-Kind. Papa verkauft frisches Quellwasser, aber in letzter Zeit kommt keine neue Ware, deshalb hängt er den ganzen Tag am westlichen Tor rum. Wenn ich mit ihm reden will, seufzt er einfach nur. Ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Wenn das so weitergeht, nimmt es ein böses Ende mit meinem Papa. Kannst du nicht irgendetwas tun? Wenn man ein Problem hat, redet man am besten mit dem Ältesten im Dorf, aber der Weg ist viel zu weit für mich. Ja, das ist so eine kleine Nebenquest, die wir dann später noch machen können. Ich weiß gar nicht, was mache ich jetzt als nächstes mit den Leuten im... Nee, wartet mal, ich muss mal noch was anderes erledigen. Wir haben ja den goldenen Wolf gerufen und der ist südlich des... südlich der Stadt ist der jetzt eigentlich zu finden. Sieht man ja hier, also hier auf dem südlichen Platz. Ja, wobei, wir sind ja hier noch nie rausgegangen aus der Stadt, auch noch nicht nach Westen. Werden wir gleich mal machen. Und dann lernen wir die nächste okkulte Kunst. Der ist jetzt irgendwo gleich hier. Und seht mal, da oben sind nicht umsonst Seile. Da kann man auch schon das Portal erkennen. Jetzt geht die Sonne wieder unter. Hier ist eine Truhe. Und ich glaube, da war früher immer Geld drin, aber jetzt könnte da durchaus ein Liebesstempel drin sein. Das Problem ist nur, hier hochzukommen ist nicht ganz so easy. Da gibt's irgendwie, glaube ich, eine Möglichkeit, wo man sich dann hochziehen kann mit dem Greifhaken. Aber im Moment interessiert mich der goldene Wolf ehrlich gesagt etwas mehr. Und genau, hier vorne haben wir gleich noch einen goldenen Insekt. Das habe ich nämlich auch noch nicht. Vorsichtig, nicht aufschrecken. Und hab ich dich. Ein weiblicher Marienkäfer. Könnte ich mir nochmal 50er abholen. So, gut. Und ja klar, das ist etwas, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wirklich schnalle, wie das geht. Gerade noch war sie in dem Haus und hat mit uns gesprochen. Auf einmal ist sie hier draußen. Hallo? Du bist doch gar nicht an uns vorbeigegangen. Was machst du hier? Oh, verzeih. Tut mir leid, aber ich bin gerade auf dem Heimweg. Wenn du mich sprechen möchtest, komm bitte zu Agnetas Schloss dort hinter dem Tor. Ja, also komischerweise kann man sie manchmal auch draußen treffen. Aber ich glaube, die ist eigentlich immer nur hier auf diesem kleinen Platz hier mit dem Brunnen. In diesem kleinen Wasserstelle hier. Tour, wie gesagt, im Moment noch egal. Golden Wolf, viel wichtiger. Und oh, da vorne ist ja schon der Corona. Das ist der Papa von dem Kleinen. Mit dem spreche ich mal ganz kurz. Hier ist nämlich der Weg blockiert. Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem hier die anderen Grom berichtet haben? Aber schau dir doch mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdruss gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig noch einmal an. Ja, habe ich im Moment leider nicht dabei. Aber ne, Blödsinn, das ist ja gar nicht der Typ, das ist wieder ein anderer Grone. Der Kleine hat gesagt, beim Westausgang. Bei der Brücke sitzt sein Vater rum, also das ist der jetzt gar nicht. So, wo war denn jetzt noch bei der goldene Wolf? Der war doch jetzt irgendwo hier bei der Mauer. Alter, hier ist einfach mal so ein richtig großes, fettes Loch. Da ist der Wolf. So, da unten komme ich leider nicht wirklich hin, weil ihr seht schon, hier gibt es mehrere Zielscheiben für den Fanghaken. Und wenn ich aber einmal schon mal dranhänge, bringt mir das überhaupt nichts. Das heißt, die Truhe da unten kann ich leider noch nicht bekommen. Aber jetzt holen wir uns erstmal die nächste okkulte Kunst. Ah,
wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten. Willst du diese Technik trotzdem erlernen? Naja, klar doch. So soll es sein. Aber zuvor zeig mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an! Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die vierte okkulte Kunst, der Helmspalter. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit deiner Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben kommend dein Schwert über den Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Damit hast du die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Du hast die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Führe zunächst eine Schildattacke aus, greife damit A von oben an. Nun gibt es noch drei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf, nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Bis zum nächsten Mal. Ja, und ich weiß auch schon, wo es den nächsten Stein gibt, wo wir wieder den goldenen Wolf rufen können. Den haben wir auch sogar schon mal gesehen, der ist am Hylia-See. Aber das konnte ich damals, war ich ja, ihr wisst ja, da war ich ja nicht in der Lage, mich frei in einen Wolf zu verwandeln. Konnte ich also nicht nutzen und als ich kurz ein Wolf war, hätte ich da auch nie hochgekonnt. Deswegen geht das eigentlich jetzt erst. So, also, der Typ braucht halt Quellwasser. Quellwasser kriegen wir aber nicht hier, sondern anderswo. Das hat also noch Zeit. So, da vorne... Ah ja, da ist wieder so ein Krähenschwamm. Da bin ich wieder so Rubine bekommen. Seht euch diese riesen Barriere an. Das ist Wahnsinn. Wie so eine goldene Pyramide oder so. Ja, da fliegt es nochmal. Ah ne, Blödsinn, ist ja nicht Gold. Moment mal, Midna. Ich möchte zum Wolf werden, bitte. Noch eine Geisterseele. Gleich die dritte, so komm her! So ein bisschen aufpassen, wenn die ausholen und zack! Immer zweimal müssen wir die treffen, dann zu Boden stürzen, sofort Fangstoß! Und Seele entrissen! Yeah! Geisterseele! Super geil! Und tot! So, ich weiß gar nicht, konnte man... Ah ja, doch! Hahaha, seht mal! Das ist jetzt endlich was ich super finde hier in der... Also in der... in der Remake-Version rechts oben haben wir jetzt endlich mal einen Zähler. 2 von 19, das heißt, in diesem Gebiet hier, im ganzen gesamten Gebiet von Ranel, gibt es ganze 19 Geisterseelen zu finden. Und das gab es früher nicht. Es gab früher diesen Zähler einfach nicht in der Originalversion. Egal ob Wii oder Gamecube, diesen Zähler gab es nicht. Fand ich eh immer ziemlich kacke, weil irgendwann verliert man sich da ein bisschen aus den Augen, woher soll man sich auch merken bei 60 Geisterseelen, welche man schon hat und welche nicht. Das ist jetzt richtig super, da kann man sich genau sicher sein, in welchem Gebiet man schon alle Geisterseelen hat und wo es noch welche gibt. Also hier gibt es ganze 19, in Eldin gibt es nur 8, in Firone gibt es 6 und in Latuan gibt es keine. Also da gibt es keine und in den späteren Dungeons sind übrigens auch noch welche drin. So, apropos. Was kann ich noch machen? Doch, ich weiß, was ich noch machen möchte. Und zwar möchte ich mich jetzt mal warpen. Ich spreche nämlich mit den Leuten in Telmas wird's aus ein anderes Mal. Ich habe noch was anderes vor. Warpen. Ich möchte bitte ganz kurz in die Zorra-Höhle. Und, die Zoras machen sich jetzt natürlich immer noch Sorgen. Jetzt ist nur ein Problem, wenn ihr uns hier sieht, können wir uns ja nicht zurückverwandeln. Ja, zu Menschen werden. Unmöglich, das sind Leute in der Nähe. Wenn du dich verwandeln willst, mach es irgendwo, wo es keiner sieht. Ja, das ist der einzige kleine Makel bei der freien Transformation in Wolf oder Mensch zurück. Es geht nur, wenn uns keiner sieht. Irgendwie auch ziemlich bescheuert, oder? Was ist, wenn wir jetzt hier hinten sind? Sind uns dann immer noch wer?
Ah ne, da geht's auf einmal, ne? Da sind wir irgendwie von den Blicken geschützt. So, war hier nicht sogar der Postbote so ganz? Ja, das ist ja auch so geil, das war schon damals so. Diesen Postboten findet man manchmal an den unmöglichsten Stellen im Spiel irgendwo versteckt und der liest dann irgendwelche Briefe. Hier, was, wie ist der überhaupt hierher gekommen? Was machst du denn da? Auf dem Brief steht nur an den Zora. Ich weiß gar nicht, wem ich den geben soll. Ja, könnte ein Problem werden. Hat hier irgendjemand, wartet irgendjemand einen Brief oder ein Paket oder sowas? Schau dir doch nur diesen leeren Thronsaal an. Wir haben unsere Herrscherin verloren und sind völlig verwirrt. Und dann noch der Prinz. Nicht auszudenken, wenn ihm etwas passiert ist. Normalerweise sind uns Reisende immer willkommen, aber jetzt... Ach ja, wenn der Thron leer ist, sieht das natürlich ziemlich schlecht aus. So, ich brauche jetzt mal ganz kurz meine Eisenstiefel. Und eigentlich auch Wasserbomben. Und natürlich mein Zora-Gewand. Hier wird jetzt nämlich mal ganz kurz getaucht. Also da, wo anfangs dieser riesige, brennende, heiße Felsen reingekracht ist und das Eis weggesprengt hat. Der ist nämlich immer noch hier unten, seht mal. Der ist immer noch hier und hier ist ein Zora. Dieser Lavabrocken hat uns gerettet. Was wäre wohl sonst aus uns geworden? Ja, ich würde sagen, ihr werdet noch immer tiefgekühlte Fischstäbchen. Da ist noch jemand. Ja, ein bisschen Geld gibt es hier unten auch noch. Moment. Ich möchte nur wissen, was du zu sagen hast. Schau dir mal diesen Felsen an. Spürst du nichts? Wie soll ich sagen? Also, es ist, als ob er einen anschaut. Was? Wie soll ein Felsen einen anschauen? Oh mein Gott, Leute, das sind... Da ist ein paar Augen. Da sind Augen drin und die blinzeln. Oh mein Gott, das ist ja richtig gruselig. Was soll denn das? Nun, dieses Geheimnis lüften wir jetzt sofort. Aber erstmal sammle ich hier noch die Zähne ein. Sieh, die Rubine sind ja jetzt eigentlich wieder nur Nebensache. Jetzt habe ich wieder über 600. So, da ist noch ein Zehner. Da oben auch. Hier kann man einiges an Geld noch holen, aber wie gesagt, das macht eher Sinn, wenn man jetzt mal das Zorgewand dann schon hat. So, hier ist noch ein Zehner. Und dann können wir mal den Felsen hier sprengen. Und den großen übrigens auch. So, jetzt Achtung. Ups. Verdammt, die rollt ja weg. Das ist hier noch rausgegangen. So, ein bisschen Kleingeld. Stört es sich ja niemand, wenn wir hier aufräumen. So. Gut, ich muss jetzt einfach nur hier vor diesem großen Ding eine Wasserbombe hinlegen und das sollte eigentlich ausreichen. Um das Geheimnis zu lüften! Was zur Hölle? Da waren die ganze Zeit eine Krone drin? Kumpel, wie bist du da reingekommen? Was machst du denn hier? Endlich draußen, vielen Dank. Hatte mich mittags ein bisschen hingelegt und war auf einmal in diesem Lavastein eingeschlossen. Mann, was für ein Albtraum. Aber ich sollte mich wohl erstmal bei dir bedanken. Mehr als das hier habe ich leider nicht bei mir. Hoffentlich kannst du damit was anfangen. Du hältst eine Bombentasche voller Bomben. Geile Sache, endlich unsere dritte Bombentasche. Dankeschön. Der war die ganze Zeit war der hier drin. Hey, Kumpel, du bist doch gar kein Zorro, wie kannst du unter Wasser atmen, hä? Aber wo sind wir hier eigentlich? Für eine heiße Quelle ist es etwas kühl. Naja, andererseits ist eine Erfrischung ja auch mal ganz angenehm. Ja, Typi, du weißt schon, dass du irgendwann mal vielleicht wieder Luft holen solltest. Naja, ist nicht mein Problem. Ja, jetzt haben wir tatsächlich 3 Bombentaschen. Das ist so geil. Also Bomben haben wir jetzt eigentlich mehr als genug. Und dennoch gibt es noch eine Möglichkeit, die Kapazität aller 3 Bombentaschen zu verdoppeln, wenn wir ein Minispiel gewinnen. Ich weiß nicht, ob sich das in dem Part jetzt noch ausgeht. Ich befürchte ja eher nicht. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, war hier drin im Thronsaal nicht auch eine Geisterseele? Oder nicht? Wird einem ja leider auf der Minimap nicht richtig angezeigt. Man sieht halt nur am Zähler, ja, hier gibt es halt noch so viele. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob direkt im Thronsaal nicht auch eine Geisterseele war. Aber da müsste hier irgendwo eine Laterne rumschwimmen, daran erkennt man ja immer, ob sie hier sind oder nicht. Aber Moment mal. Ich kann hier noch Feuer machen hier. Ich kann ja mal das anzünden. Das sieht nämlich auch irgendwie kacke aus. So. Wie geil ist das denn? Da haben wir sogar noch eine Truhe gefunden. So, Vorsicht.
Eisenstiefel nicht, dass mich die Strömung wegreißt. Ich will noch nicht gehen, ich will noch wissen, was in der Truhe ist, komm schon. Dann werde ich den Part doch beenden. Los, aufmachen. Nochmal 50 Rubine. Supi. Nehme ich natürlich gerne mit. So. Ich glaube, jetzt haben wir hier genug rumgeplanscht. Jetzt können wir uns auch wieder umziehen. Ja, also hier auch mal Feuer machen. Ich sage, alles, was man hier so sieht, unbedingt alles anzünden, was geht. Alle Fackeln anzünden. So, noch zwei Herzteile mehr, dann kriege ich wieder ein Herz. Und dann haben wir endlich mal 10 Herzen, dann haben wir die erste Reihe voll. Nur, also offenbar gibt es jetzt hier leider doch keine Geisterseele. Dann war das doch nicht so. Hm. Ich glaube aber nicht, dass sie im Remake die Position von irgendwelchen Phantomen mit Geisterseelen geändert haben. Das müsste immer noch alles genau gleich sein. Da dürfte sich nichts geändert haben. Also wenn hier drin wirklich keine ist, die hätte ich schon längst gesehen, dann würde ich sagen, raus hier. So, aber ich glaube, da drüben war eine, hä? Also hier in dem Gebiet gibt es mindestens, in dieser Zorrhöhle gibt es mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Geisterseelen. Und aha, da drüben ist noch Geld. Momentchen mal. Das noch vielleicht noch schnell holen. Ja. Hast du dir so gedacht, du blöde Strömung? Hast du dir so gedacht? Aber nicht mit mir. So. Frechheit. Dann werde ich einfach hier so... Ah, seht mal, wir können zum Beispiel hier noch schnell... Das mache ich jetzt noch ganz schnell, das ist aber wirklich Schluss. Wir sprengen hier noch den Weg frei, dann können wir nämlich schneller nach oben. Boah, ich kann mich auch einfach warten, aber trotzdem. Das sieht einfach scheiße aus, wenn hier diese Felsen immer... Das geht doch nicht. So, hier. Nochmal. Weg mit dem Dreck. Bisschen extra Money gibt es ja auch noch. Sehr schön. So, das ist nämlich ein kleiner Weg hier nach unten. Also quasi in die Mitte. So. Ja, seht mal, da vorne kann man eine Laterne sehen, die rumschwebt. Also die kann man wenigstens immer auch schön aus der Ferne schön erkennen. Einzig dumme, die gibt's nur nachts. Da ist noch eine. Also hinter dem Wasserfall kann ich eine sehen und da drüben, also zwei gibt's hier, aber die hole ich mir dann später. Jetzt muss ich wirklich den Part beenden, Leute. Es geht leider nicht mehr anders, sorry. Also Geisterseelen kann man leider nur nachts sammeln. Aber naja, bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Zelda und was ich vor allem im nächsten Part dann noch machen werde, abgesehen von den Geistern, seht ihr, jetzt sind sie nämlich schon weg. Einfach mal so aufgelöst, weil die Sonne aufgeht. Was ich im nächsten Part dann sofort auch noch machen werde, ich muss noch einmal Tenas Kanu-Minispiel spielen. Und diesmal werde ich da einen anderen Preis geben, weil sich das Minispiel ein bisschen geändert hat. Also eigentlich ein richtiges Minispiel. Anfangs haben wir nur den Fluss freigeräumt von den Felsen. Jetzt können wir ein richtiges Minigame zocken, muss ich dann auf Ziele schießen. Aber das alles dann im nächsten feuchtfröhlichen Part von Twilight Princess HD, Leute. Tschüssikowski!